Willkommen zurück zu State of Decay. Wir machen die nächste Mission, Army-Aktivitäten. Von der Army haben wir schon lange nichts mehr gehört und die finden wir hier in der Anfangsstadt. Ich bin alleine runtergefahren, denn ich habe mir gedacht, da passiert eh nichts auf dem langen Weg und jetzt sind wir schon direkt hier. Also, dann schauen wir mal. This is bullshit. We're just trying to survive out here. You can't kill us for that. Uncle Sam would seem to disagree with you there. Our orders are to evict squatters with lethal force if they resist. You resisted, so... Just let us go. I got kids, man. And yet you're out here, violating quarantine, unlawfully occupying people's homes. Great parenting. Look, we're sorry, right? We're just trying to get by, same as everybody. You got 30 seconds to get out of my sight. 30, 29, 28, 27, 26. Jesus. This is about the biggest crock of horse shit ever. We're done here, Sergeant. Tell your men to prep for evac and RTB. Yes, ma'am. Why don't you make yourself useful and go babysit those two? Okay, was machen wir hier? Und wo sind die hin? Plups, da waren sie weg. Okay, die Army, knallhart, keine Ahnung, was sie hier unten vorhat, sind immer noch hier in der Gegend. Bei uns oben waren die noch gar nicht und sie ignorieren uns. Sie haben kein Problem, wir können ganz gemütlich hier durchlaufen, ohne Probleme, ohne Schwierigkeiten. Aber was genau machen die hier? Können wir reden? Nein, reden können wir auch nicht. Sehr merkwürdig. Finde die Überlebenden. Ach, die sind jetzt irgendwo hier hin. Dann können wir die mitnehmen. Na, bin ich mal gespannt. Vielleicht wissen die mehr. Okay, wieder drei Häuser. Hallo? Ach, hier ist doch eh wieder niemand drin. Ist immer so. What you want? Why don't you come with me? We've got room. Really? My God, thank you. I thought for sure we were gonna die out here. Ach, da war jemand drin. Auf Anhieb gefunden. Okay, zwei neue Freunde. Gut, wir suchen hier mal ein wenig rum. Medizin. Nein, wir sind beladen. Aber die hier können wir mitnehmen. Kugeln. Kugeln sind immer gut. Natürlich, die Zombie-Horde. Alles klar, hauen wir hier ab. Yep, ich weiß. Ganz schnell noch hier hin. Okay, Müll. Müll will niemand haben. Und wir schauen, dass wir hier direkt zum Auto rennen. Auto, Auto, Auto. Hier drüben. Alle rein hier. So, zwei neue Mitbewohner. Die nächste Mission, die ist ein wenig weiter weg. Und zwar müssen wir wieder ganz zurück zu dem Anfang, wo wir unser Spiel begonnen haben. Nämlich bei dem See. Kann jemand mal bitte... Oh Gott. Amateur. Und den nehmen wir mit. Den will ich in mein Team holen. Na komm, jetzt sind wir alle rausgezogen worden. Ist ja Wahnsinn. Ein Zombie zerlegt hier ein Auto und drei Menschen. Ja, wo war ich? Genau hier drüben. Was habe ich hier? Was habe ich hier? Eine Markierung. War wohl meine Markierung. Wir müssen irgendwo noch hier oben hin. Können wir aber gar nicht, weil wir die erst abliefern müssen. Oh Mann, zweimal den ewig langen Weg. Na gut, dann donnern wir schnell zurück. Das hätten wir gerade so schön auf einmal machen können. Erst hierhin, dann da oben die Gegenstände holen für Lilly. Irgendwas von ihrem Dad. Ich habe keine Ahnung, was genau. Hätte es aber ganz gerne rausgefunden. Jetzt müssen wir aber erstmal gucken, wie wir wieder nach unten kommen. Zombie-Horde. Jede Menge Zombie-Horden. Wieso so viele? Ja, die Gegend ist verloren. Was haben diese Soldaten gewonnen? Das beats the hell out of me. They just showed up, dragged us out onto the street and sent in those guys in hazmat suits. Started taking a bunch of samples and talking about infection vectors and a bunch of shit I didn't understand. I think that woman was in charge, Captain Montresor or something. Not like she even looked at us.
Okay, Proben. Na, irgend so eine Nummer ist hier am Laufen. Die suchen was. Ein Heilmittel vielleicht. Oder eben eine biologische Waffe. Wäre auch eine Idee. Wow. Was haben wir denn hier? Ich glaub's ja nicht. Ein Flugzeug. Wahnsinn. Da müssen wir hin. Nur wie kommen wir hin? Ah, hier drüben hätten wir hier eine Lücke. Nee. Oder hier? Ich würde halt gerne mein Auto mitnehmen. Ah, Moment, ich habe eine gesehen. Nee, auch keine. Ich dachte, hier kommen wir rein. Ah, hier draußen gibt es noch jede Menge Orte, wo wir hin können. Also wir haben immer noch einiges zu entdecken. Wir liefern die aber erstmal ab, denn wir können keine neue Mission annehmen, solange wir aktiv in irgendeiner drin sind. Neuer Aussichtspunkt. Wo genau bin ich denn? Ach, ich bin irgendwo hier. Aber ich komme der Sache näher. Ah, hier drüben. Das Flugzeug, aber wieder ein neuer Zaun. Da komme ich durch. Und jetzt kommen wir doch noch hin. Das sieht schon ziemlich cool aus. Können wir hier rein? Können wir hier irgendwas tun? Oh, keine Menschen mehr am Leben. Oh. Na komm! Okay, hier können wir gar nichts tun. Oder wir bekommen irgendwann hier noch eine Mission. Das wäre auch eine Idee. Denn so ein riesiges Flugzeug mitten in der Landschaft, das muss irgendwas bedeuten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das umsonst hierher baut. Ach ja, wir haben ja schon die Teile gefunden damals. Und hier liegen noch mehr rum. Gut, wie komme ich hier nach oben? Irgendwo hier in der Seite sollte es entlang gehen. Ah, was für eine geniale Steuerung. Dazu noch diese schönen Ruckler hier im Spiel. Ich bin so froh, wenn wir hier sind. Und wir sind... Here. I'm almost home. I hope you brought me something pretty. I'll show you when I get there. That's it, right up there. Make yourselves at home. Thanks. You don't know what this means to us. So, neue Leute hier und wir gehen mal direkt hier rein, denn jetzt sind wir jetzt schon ziemlich viele. Was können wir bauen? Haben wir noch Ressourcen? Ziemlich wenig, 22. Können wir hier drüben... Wir könnten mal hier weitermachen. Drei Stück fehlen. Was haben wir hier? Ah, genau. Wir suchen hier mal Baumaterialien. Dann, was machen wir hier? Add hier oben. Aktivieren wir mal das hier. Für die Sicherheit. Und dann haben wir hier noch ein Problem. Nämlich schon wieder Zorn. There you go. Don't say I never gave you anything. Und derjenige, der Zorn hat, den finden wir irgendwo hier. Alan? Stuff. Sam. Fuck, how you been? You look like you need to blow off a little steam. Come on. Happy to help? Tensions are running pretty high these days, huh? Suppose so. Some folks are kind of worried about you. You okay? I'm fine, all right. Na gut, Sam. Big Dick, wo sollen wir mit dir hin?
Wo sollen wir mit dir hingehen? Okay. Now we're gonna kill some zombies the old-fashioned way. Ach, wieder so eine Nummer. Einfach direkt hier ein paar Zombies eliminieren. Natürlich, da ist man seine Wut los. Es gibt auch nichts Schöneres, als gebissen zu werden. Boah, hier brauche ich einen Beefy. Definitiv. Schnell, Beefy hat Biss. Okay, ich bin fit. Jetzt können wir loslegen. Aber meine Machete hier, die ist schon ziemlich demoliert. Ich denke mal, die werden wir gleich verlieren. Und ich habe keine Ahnung, was ich noch so dabei habe. Wahrscheinlich gar nichts. Und, nee, keine Waffe mehr. Noch ein paar können wir hier erledigen. Oder wir schauen mal hier. Can't believe that noise didn't bring any zombies. Nice. Ich meine natürlich nice. SWAT. Und ein Fettsack. Sam. Tu doch irgendwas. Steh hier nicht nur rum. Schau mir beim Sterben zu. Der Fette ruht sich nur aus. Der ist immer noch fit. Boah, der hält eine Menge aus. Hat ja auch eine Menge Fleisch. Ja, Sam. Super. Super. Mach einfach gar nichts. Meine schicke Machete. Eliminiert. Not too bad. Guess I'll follow you. Let's move. Okay, das war's. Ansprache vorbei. Aggression bewältigt und wir looten. I'm lucky they didn't hear that. Was haben wir hier? Medikamente. Sit tight. I'm bringing this stuff home. Ah, können wir mal mitnehmen. Wir müssen ja eh wieder zurück. I'm lucky they didn't. Anyway, oh. I wanted you to know that I understand your frustration. P9. Excuse me for being a little stressed out over the end of the fucking world. We're all stressed, but we can't afford to be at each other's throats, okay? So start playing nice, or you're out on your ass. That's all I wanted to say. Man stellt sich hier die Frage, was haben die Leute für Sachen hier in ihren Häusern? P9, Revolver, Granatenwerfer. Schon wieder im Kinderzimmer. Nice. Nice. Oh, Granaten. Wir nehmen uns hier... Ja, komm, Medizin. So, dann nehmen wir die mit. Alles klar, wir sind fertig. Obwohl hier drüben sollte noch ein Punkt sein. Confirmed. We're Zed free here. Na gut, dann gehen wir mal wieder zurück. I could use some food. War ich hier fertig? Nee. Was haben wir hier? Müll. Immer dieser ganze Müll. Ah, das nehmen wir mit. Aber ich muss sagen, meiner Crew geht es gut. Wir haben alles. Nahrung, Medizin, Waffen. Okay, looks like no zombies were close by. Can't believe that noise didn't bring any zombies. Yes! Nice! That's not a good idea. Wieso? Wieso denn? Baumaterialien.
Okay, dann holen wir sie selbst. Okay. Looks like no zombies were close. Ist ja direkt hier vorne. Na gut, dann holen wir sie selbst. Aber wieso kann niemand kommen? Normalerweise sollten wir noch jemanden haben. Für Materialien. Der Weg war ja so okay, kurz. I'm free and clear. See you soon. We'll crack open a cold one. Thanks for the pep talk. I'm glad. Das will ich doch meinen, Big Dick Sam. Found this while I was out. My hero. Okay, jetzt nochmal ganz schnell zurück. Wir holen die Baumaterialien, dann bauen wir die bessere Krankenstation. Wenn ich hier rauskomme. Und dann hätten wir schon alles gebaut, was wir bauen können. Ah, Moment. Moment, wir brauchen ja immer noch die bessere Werkstatt, denn dadurch können wir auch Fahrzeuge reparieren. Wäre auch eine sehr coole Sache. Die Materialien, die waren irgendwo hier drüben. Ah, genau hier. Bei den Kisten. Ach nee, da waren die Böller drin. Dann waren die doch hier. Sit tight. I'm bringing this stuff home. Roger that. We'll be waiting. I'm almost home. We'll crack open a cold one for you. Puh. Shame about Maybelline's boy. A damn shame. I brought him into this world 20-odd years ago. Suppose it's only fitting I took him out of it, too. Boy loved him some vanilla ice cream. The day his tonsils came out, you'd think he'd won the lottery. Surprised you remember that. I remember all my kids. Okay, die beiden kennen sich. Found this while I was out. My hero. Gut, was können wir? Die hier legen wir ab. Die hier, die hier. Die hier. Ein paar von denen hier. Jetzt bauen wir uns hier erstmal... Oh, schwierig. Entweder wir machen direkt mit der Werkstatt weiter oder wir machen hier die Krankenstation. Ja, komm, am Ende wollen wir eh beides. Gut, einiges wieder geschafft und in der nächsten Folge würde ich sagen, gehen wir endlich mal nach oben zu den Wilkersons und wir holen natürlich die Sachen für Lily von ihrem Dad. Danke fürs Zusehen und tschüss!